Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. 500 Euro, wer mit dem besseren Burgerbrief, zwei Abonnenten heute am Start, die gegeneinander antreten. Ich will gar nicht lang schnacken, hier sind sie. Ihr habt richtig gehört. Ich habe mir zwei von euch nach Hause geholt, die alles geben werden, um mir den besten Burger auf den Teller zu zaubern. Gewinner kriegt dann 500 Euro und kann entscheiden, ob er in die zweite Runde geht, um einen deutlich höheren Betrag. Lasst das Video viral gehen, bewerbt euch in den Kommentaren um die zweite Runde und lasst den Daumen oben scheppern. Wenn das Video explodiert, dann verspreche ich euch, ich werde in Zukunft ein Format auf die Beine stellen, mit euch da draußen, was YouTube Deutschland so in keinster Form bisher gesehen hat. Leute, ich habe mir was Neues ausgedacht. Ich hole hier die Jungs ran, ich betreibe einen Riesenaufwand. Das ist kein Scherz. Mich würde freuen, wenn ihr den Daumen oben knallen lasst. Das wäre mir ein Bedürfnis. Ich küsse eure Herzen. Ja, wie geht's jetzt los? Jerry, sagst du, kann ich auch sagen, ne? Ja, Jere. Jere. Ja. Wie kommst du denn darauf? Ja, von Jeremias ist einfach der erste vier Buchstaben. Ah, Jeremy, nur weil ich Jeremiah sehe. Ja, okay, gut. Dann zeig uns doch mal einmal kurz, präsentier so ein bisschen, was hast du hier am Start. Ich will dir mal kurz die paar Sekunden gönnen. Ja, es wird an sich relativ basic Burger. Ne? Wir haben hier Brötchen. Ich habe mal lieber ein paar mehr mit dabei, weil die können auch immer scheiße werden. So. Das ist immer mit den Brötchen, das ist ein einziger Krampf. Veganer Aioli, guter Bio-Ketchup. Schmeckt für mich, finde ich, einfach viel mehr nach Tomate. Bisschen Senf, Gurken werden schön klein gehackselt dann. Haben wir noch einfach Zwiebel, bisschen Butter nachher für die Buns. Und der ganz klassische Hochland-Schablettenkäse. Wir haben hier einmal zwei verschiedene, nimmst du? Emmentaler. Mhm. Und Cheddar. Ich finde den Emmentaler tatsächlich noch ein bisschen würziger als den Cheddar, obwohl der Cheddar eigentlich so würzig sein sollte. Ja, aber du nimmst beide oder nimmst du einen? Ich werde wahrscheinlich beide nehmen. Aha. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Fleisch. Aha. Das ist 30% Fett. Ich habe das gerade nochmal wolfen lassen, einmal gewolft, zusammenstellen lassen vom Typen da hinter der Theke. Ist einfach nur Nacken. Was sagt denn der Fleischer dazu? Ja. Nacken kann man machen? Ja. Nacken kann man machen. Ist auf jeden Fall das Grundfleisch, was man eigentlich so für Hackfleisch nimmt, tatsächlich. So Nacken- und Schulterbereich. Ja. Das ist so das, was man für Rinderhack nimmt. So wie es aussieht, könnte das was werden. Könnte was werden. Und was nimmst du denn für Fleisch? Ich habe eine Mischung genommen aus der Hüfte. 60% ungefähr und 30% von der Rinderbrust. Die Brust ist ja ein bisschen fettiger vom Fleisch her. Und damit habe ich dann versucht, einfach ein bisschen so das magere Fleisch von der Hüfte mit aufzunehmen. Mhm. Ich denke, die Kombination wird es wahrscheinlich in deinen Mund zum Knistern bringen. Mhm. Hab dann hier noch eine kleine Soße fertig gemacht gehabt, mal im Vorfeld. Die ganz klassischen Edeka-Buns, eingelegte Zwiebeln dabei, habe ich selber in der Brühe aufgesetzt. Ich habe noch ein bisschen Sucuk, für einen kleinen Kitzel auf der Zunge und noch ein bisschen Käse, Butter und Tomate. Okay. Und das ist dann so meine Kombination. Standardzutaten. Okay. Seid ihr wirklich richtig heftige Burgermacher oder sagt ihr selber von euch so, okay, es geht in Ordnung, langt vielleicht für einen Sieg oder wie kann ich mir das vorstellen? Also Goldies hat mich noch nicht gefragt, ob ich da anfangen will, aber ich glaube, packen würde ich es auf jeden Fall. Also, ja? Ich will jetzt nicht zu viel von mir versprechen, aber ich glaube, das könnte was werden. Und Jarre? Ja, wird man sehen. Das Ding ist, an sich mache ich ja sowieso gar keine normalen Burger so mit normalem Fleisch. Ich nehme sonst immer eher das Beyond Meat. Wenn alles klappt, so wie ich mir das optimal vorstelle, wird das auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. So, ein paar Fehler können natürlich immer passieren, dann kann man auch mal reinscheißen. Wird schon klappen, ne? Ja, also an und für sich ist jetzt die Bühne für euch am Start. Ihr könnt eigentlich so loslegen, wie ihr wollt. Ziel ist, dass sie einigermaßen gleichzeitig an den Start kommen. Am besten sogar gleichzeitig auf dem Teller. Wenn wir es nicht hinkriegen, ist es so. Aber gebt euer Bestes, ihr könnt eigentlich direkt erst loslegen. Also Rezepte auch alle, Leute. Alles, was taugt, wird in den Rezepten aufgeführt. Digga, was sind das für Messer, Mann? Die sind ja richtig scharf. Ja, sorry. Das ist ja krank. Hast du dich geschnitten? Ja, klar. Echt, ehrlich? Ja. Also die sind in Solingen geschmiedet. Das ist einer der heftigsten Hersteller in Deutschland. Ich verkaufe da keinen Scheiß. Also die Dinger sind krank. Ist ja auch in der Videoverlinkung drin, könnt ihr euch das ballern. Da stehe ich mit meinem Namen zu. Und wenn es euch nicht gefällt, zieht es durch den Dreck, schickt es zurück. Ne? Die Worte von mir. Hier ist alles erlaubt. Wirklich, hier ist alles erlaubt. Wenn einer von euch noch auf Tauchstation geht, um irgendwie Punkte aufzubessern, selbst das. Alles klar. Aber dann müssen wir noch. Was hast du? Dann müssen wir noch ein bisschen länger warten. Ich habe gerade eben erst was gegessen. Egal. Ihr könnt euch übrigens in den Kommentaren bewerben. Für den nächsten Burger Battle. Bewerbt euch, stellt eure Bewerbung rein. Einfach mit Hashtag Holle und eurer Stadt, wo ihr wohnt. Bewerbung reinknallen, Daumen oben reinknallen, ist auch Pflicht. Was für eine Soße hast du da am Start? Ich habe da eine Spezialsoße gemacht, die ist eigentlich relativ einfach. Quasi die Big Mac Soße, wie man sie kennt. Mayo, Senf und Ketchup, ne, in einem vernünftigen Verhältnis. Dazu dann noch ein paar Jalapenos reingeschnitten, ne, für ein bisschen Spice. Der Kim hat auch gesagt, er hat auch vor, sogar heute Morgen noch einen Burger gebraten, um halt sich vorzubereiten. Man muss ja auch garantieren können, dass dann man da was Vernünftiges abliefert, ne, und sich hier nicht komplett blamiert und reinscheißt. Ja, das finde ich gut, Mann. Das ist Einsatz, so muss es sein. Thank you.
auch sehr akkurat, gut geschnitten. Ich mache die so möglichst klein, die Gurken auch nachher. Einfach damit man das perfekt gleichmäßig so verteilen kann, auch über den Burger, dass man quasi so in jedem Biss ungefähr zumindest den gleichen Geschmack hat. Okay, das ist auch interessant für euch, so, wenn ich meine Burger-Tests mache. Es gibt da ganz viele Strategien, auch von wirklich guten Burger-Restaurants. Die einen setzen darauf, dass man mal an der einen oder anderen Stelle ein anderes Geschmackserlebnis hat und manche sorgen dafür, dass ein gleichbleibendes Geschmackserlebnis bleibt. Aber ich kann noch eine Sache dazu sagen, zu dem mit dem gleichbleibenden Geschmack. Bei den Gurken und bei den Zwiebeln mache ich das so. Aber bei der Soße finde ich es dann geiler, das nicht so zusammen zu machen. Ja, okay. Damit man da ab und zu auch mal so ein paar andere Töne so drin hat. Okay, okay. Hast du hier noch Chilis auch drin? Ja, da ist Cayenne drin und Berberitzen. Berberitzen? Kennst du die? Das hört sich so ein bisschen an wie Klabusterbeere. Was ist denn eine Klabusterbeere? Hast du noch nie gegessen? Ich hab das schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. Gönn dir das mal, glaub mir. Wonach schmeckt das? Boah, gutes Topping. Gutes Topping, aber... Ja, ich merke schon, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du schon mal Klabusterbeere gelöscht? Gerne, immer wieder, aber meistens nur Samstag. Was ist das, Chili? Nee, ist so säuerlich. Du lügst! Du Spinner, er muss mich aufnehmen. Nee, da war ich nicht. Also Sucuk zählt für mich fast unter Schummeln, ist aber gerade noch erlaubt, weil das gibt so viel Geschmack rein. Na, also geht alles hier. Fondor, Maggi, egal was, bewährt heute den Geschmack. Ich sehe schon, von oben wird gearbeitet mit Butter. Ja, ganz viel Feingefühl. Ganz bisschen Butter oben auch rauf. Sieht hier schon sehr gut aus. Ich habe auch gesagt, Leute, nur zu den Bedingungen. Wenn sich jetzt jemand den ersten voll verkackt, kann er einen zweiten machen. Das ist auch bei euch so, wenn ihr euch bewerbt in den Kommentaren. Das ist drin, weil man kann ja nie wissen. Klar kann man auch mal machen, erster Burger zählt, aber ich fand das heute fair, dass man zur Not einen zweiten Anlauf hat. Die schöne Butter jetzt und wird geschmolzen. Ja? Oh, ist mal ein bisschen zu heiß. So. Gefährlich, gefährlich. Das ist aber auch alles eng hier. Ja, ja. Vor allem mit mir noch auch noch dazwischen. Ne? Genau, aber das ist ja das geringste Übel. Da kann man sich Schlimmeres vorstellen als mich neben sich. Ganz ne? Genau. Ich meine, das ist ja schon was, wovon man träumen könnte. Ne? Auch Frauen können sich bewerben. Bist du zufrieden oder findest du zu doll? Nee, passt. Für mich auch immer lieber zu viel als zu wenig Rüstung. Ich habe nur geguckt, ob heiß genug ist. Die haben ein Tänzchen veranstaltet, das heißt, es ist heiß. Und notfalls mache ich noch einen zweiten Versuch. Okay. Tatsächlich komplett ohne Öl gearbeitet. Oh, das habe ich vergessen. Hast du vergessen sogar? Jo. Ja. Wird man sehen, ob man es braucht oder nicht. Sollte gehen, also die Pfannen sind schon echt nicht verkehrt. Und das Fleisch hat auch einen guten Fettanteil. Dann wollen wir dem Ganzen noch mal ein bisschen Geschmack geben, ne? Was guckst du genau, wie viel Zeit nimmst du da jetzt? Also der Typ, das war so angeblich der Erfinder von dem Quatsch, aber ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wie man sowas erzählen kann. Er meinte 2 Minuten 35 Sekunden. Ja, und das machst du auch jetzt? Das ist ja auch bescheuert, also wenn ich jetzt hier genau auf die 35 Sekunden warte. Oha, ja, also, ja. Mach ich nicht so genau. Vor allem, weil jede Pfanne, jedes ja, Fleisch ja. Ja auch anders irgendwo ist, ne? Jeder Herd anders. Das hält zum Schluss der Käse zusammen. So, jetzt kommt ein bisschen Chili darauf von ihm. Ja, Cayenne. So, das ist nur ab und zu mal in einem kleinen Happen, dass man mal ein bisschen. Die sind tatsächlich auch relativ scharf, die Dinger. Ja, ja. Aber das Gute ist, dass man den Crunch jetzt hier noch hat. Das ist interessant. Er nimmt das, was von abgebrückt ist, haut es mit drauf. Finde ich eine edle Idee. Also das ist ein schlauer Move. Da haben wir jetzt extra mal den Salat mit in die Soße reingemacht, weil ich glaube, jeder kennt das, dieses blöde Rumgesiffel vom Burger. Und das kannst du damit ein bisschen unter Kontrolle kriegen, sag ich mal. Schön Tomate wollte ich ja. Genau, ganz klassisch, ne? Und was war das jetzt? Deine eingelegte rote Zwiebel mit Lorbeer und Pfefferkörnern. Geil, Mann. Natürlich. Geil, Mann, mega. Finde ich, gibt dem Ganzen nochmal so einen richtigen Charakter. Ne? Eine angenehme Säure, eben auch, weil ich keine Gurken dazu benutze.
persönlich bei uns zu Hause öfter mal Gurken ein und auch andere kleine. Also kommst du so aus einer, was Essen angeht, aus einer Essensliebhaberfamilie, sag ich mal. Definitiv. Kleiner Acker, viel Selbstanbau und sowas. Ach, das sogar auch, ne? Ja, natürlich. Geil, mega. Richtig, ich brauch mal eben ganz kurz meinen Pfannenwender, bitte. Das ist. Dass der ganze Pfeffer daran hängen bleibt. Meine Oma hat zu mir immer gesagt, man kann wirklich an allen Sachen sparen, aber nicht am Essen. Sehe ich auch so, Leute. Man isst, was man isst, sagt man nicht umsonst. Guck mal, hier brutzelt's und hier passiert halt gar nichts irgendwie. Dann warst du zu weit rechts mit der Pfanne, weil hier sind so diese weißen Punkte. Kann sein, dass du da nicht ganz. Dann jetzt mache ich gleich nochmal den neuen. Ja. Können wir den Ofen auf ein bisschen vorheizen? Ja, Logo. 60 Grad ungefähr. 60 Grad, okay. Da kommen jetzt deine Bärchen drauf, ne? Bärberitzen, ja. Das ist aber auch ein Glücksspiel, so, ob man die jetzt wirklich schmeckt am Ende des Tages. Ja. Wie kamst du auf die Idee? Ist irgendein Rezept mal drauf geschoben, fand's gut und einfach, oder? Ich hab die Dinger mal von meiner Mutter bekommen und das sind halt so ganz kleine, saure Beeren. Mhm. Und die können, wenn man ab und zu mal raufbeißt, noch so einen kleinen Säurekick geben, was ganz geil kommen kann auf jeden Fall. Cool. War die Rostung gut? Was sagst du? Oh, ideal, ideal. Sieht gut aus. Auf jeden Fall, wenn ich mir das jetzt bei einem Burger drauf stelle, insgesamt hast du dreimal Käse auch drauf, ne? Manche machen ja sogar auf jedem Patty zwei Scheiben. Da nimmst du so das Mittelding. Finde ich auf jeden Fall zu viel. Aber ich finde, eine dritte ist schon, kann man schon machen. Ich finde das geil, Jungs, dass ihr so komplett unterschiedliche Burger macht. Einmal den Smash-Burger, einmal den hier, auch was Special-mäßiges, denn mit dem Berberitzen-Kram. Die Röstung aus der Pfanne nochmal raus, das was quasi nicht im Patty angehaftet hat. Hier den dicken Sucuk drauf. Boah. Das ist der gute Käse. Und dann sind wir soweit eigentlich auch gleich schon durch. Zwei Welten, ja, zwei verschiedene Welten von Burger. Mega. Und da dick wirklich Zwiebeln, dick Tomate, der Salat noch, die schöne Soße. Wenn du das immer genau anguckst, ist alles relativ dünn geschnitten. Das stimmt, da der ist die Sucuk, ja. Weil, genau, ich finde halt, wenn es so dick ist, hast du halt zu viel Geschmack von den Komponenten und nimmst nicht mehr den Fleischgeschmack wahr. Und ich meine, das ist im Endeffekt ja das, wobei es beim Burger geht, ja, meiner Meinung nach zumindest, ist halt ein Steak in Hackfleischform. Ne? Ja. Und dementsprechend sollte es auch behandelt werden. Kann ich eventuell noch mal einen Teller von dir haben, dass du immer kurz abdecken kannst. So am besten großen, wenn du hast. Falls kann ich dir auch einen richtigen Deckel dafür geben. Ach so, hast du? Ja, das ist noch besser. Ja, der passt nicht perfekt drauf, aber ich habe das auch schon gehabt. Hast du schon Panik gekriegt hier? Nö. Aber das soll ja auch gut werden hier. Der passt nicht perfekt, aber er erfüllt seinen Zweck. Boah, da sieht schon der Burger Nummer 1 sehr schmackhaft aus. Da würde ich aber leider sagen, finanziell als Student wäre für dich sogar noch geiler zu gewinnen, Mann. Ja, kann man sich auf jeden Fall was. Ja. Was gönnen? Die sogenannte Soforthilfe von der Regierung wartet ja noch. Wartet noch, ja. Vor einem halben Jahr sollen die 200 Tage schon kommen, aber warte ich irgendwie noch. Merkst du doll jetzt wegen Inflation und so, hast du hart zu kämpfen jetzt gerade finanziell? Ich würde es nicht sagen, hart zu kämpfen. So. Also man arbeitet ja sowieso nebenbei so und verdient halt sein Geld. Mhm. Passt doch, ja. Muss halt gucken, was da ausgibt. So, ne? Muss noch nicht anschaffen gehen, Hamburger Hafen. Nee, das habe ich hinter mir gelassen, das Kapitel. Ja, das dunkle Kapitel von Jeremias. Ja. Ja, er sieht auch geil aus. Ich hoffe, der schmeckt auch so gut, wie er aussieht. Sieht heftig aus, ja. Hast du da irgendwas noch Röstung, also wie er irgendwie was rausgekratzt aus der Pfanne? Nein. Die Röstung ist richtig krank, Mann. Ich sage euch, Feeling direkt beim ersten Bissen, wie aus einem Restaurant. Also wie aus einem guten Burgerladen, muss ich sagen, wirklich. Also ich meine, das vom gefürchtetsten Burger-Tester Deutschlands zu hören, das ist schon mal ein großes Lob. Vielleicht meldet sich ja Golis nach dem Video bei mir. Schön mit dem Salz auch gearbeitet, ganz geschmeidig, du schmeckst das Fleisch noch, nicht überlastet. Und der Crunch von den Burgerbrötchen auch sehr perfekt getroffen. Erst bei Ahmed einen kranken Burger. Bei den anderen YouTuber-Jungs, das ist den Burger, der ist krank. Warum kriegen das die meisten Restaurants oder Burgerbetriebe nicht hin? Ich denke mal, das liegt am Stress, ne? Mhm. Oder keine Motivation. Aber wir sind ja extra hergekommen, haben Motivation, brennen für die Sache. Ja, da steht dann halt nicht der Burger-Bräter, der heute keinen Bock hat, sondern jemand, der mit Leidenschaft dahinter steht. Soße kommt auch gut zur Geltung. Wirklich schön, angenehm, nicht zu doll, nicht zu intensiv.
Und ich merke jetzt erst die Sucuk. Ich hatte es vergessen schon wieder, weil ich ja in meinem Kameraflash bin. Jetzt merke ich, die Sucuk ist geil, echt dezent, nicht irgendwie zu heftig. Aber wir müssen hier nicht sauber machen, oder? Muss Onkel Holle machen, Alter. Also es ist wirklich dezentes Fleisch. Es gibt ja Fleisch, das haut dir komplett in die Fresse, gerade auch, weil die dann 3 Kilo Salz draufhauen. Ganz geschmeidig gearbeitet. Wirklich kann man sagen, Fleischer-like darauf geachtet, dass man wirklich die Qualität vom Produkt jetzt noch schmeckt. Diese Zwiebeln, die vorher geschmeckt haben, wie Sauerfleisch von meinem Vater. Wenn du da eine Zwiebel erwischt hast, top. Sucuk-Note, geile Soße. Wildes Ding. Wir müssen den Burger Nummer 2 jetzt eine Chance geben. Also wirklich, das wird schwer für Jeremias. Guck nochmal rauf. Sieht böse gut aus. Böse gut. Also auch krank. Ganz, ganz krank gut, Mann. Danke. Also Butter in Person, ihr habt gesehen, was für Butter er darauf gehauen hat. Das ist absolut heftig. Was wirklich der Game Changer ist, ihr habt gesehen, die waren gar nicht perfekt geröstet, ne? Aber das, was er rausgekratzt hat aus der Pfanne, darauf gemacht hat, dieser Crunch und diese Röstung dadurch, ganz anderes Feeling. Man sollte ja meinen, es ist das gleiche wie auf dem Burger drauf. Nein, das schmeckt nochmal anders. Das ist echt böse. Und auch die Buns, muss ich sagen, unbedingt beide Rezepte an mich. Das sind beides für sich ganz heftige Burger, Mann. Die ist einwickeln und mal richtig matschig noch geworden. Was ich befürchtet hatte, aber nicht eingetroffen ist, ist, dass das Bun zu hart ist. Ich wusste, dass du das befürchtest. Ich hab's schon in deinem Blick gesehen. Nicht passiert, das ist so wirklich dieses Sapschige. Ja. Das ist das Sapschige. Und so ist es auch im Mund. Es ist so richtig zäh und, boah, was heißt zäh, das hört sich wieder scheiße an, aber ich muss den anderen auch noch mal reinbeißen. Erstmal, um ganz kurz ein Zwischenfazit zu liefern, dieses Butteraroma in Verbindung mit diesem Crunch, ja, dieses Gesamtfeeling einfach von diesem Burger ist ganz krank. Hier hast du halt wirklich irgendwie so eine, ich würde es vergleichen ein bisschen mit einem Restaurant-Burger und einem Burger-Buden-Burger. Ja, aber beides auf seine Weise krass. Ich muss sagen, ich habe auch oft mit Butter gearbeitet, ne? 3 Kilo draufgehauen, der Buttergeschmack kam nicht durch. Irgendwie muss man das ja auch vernünftig anstellen. Das ist einer der butterigsten Burger, die ich hatte. Schöne, dezente Pfeffernote jetzt noch im letzten Biss. Und dann hätte es einem nicht schwerer machen können. Gerade weil, hätten wir 2 Smashburger gehabt oder 2 andere, wäre der, man muss den Vergleich ja auch irgendwie finden. Ich muss heute einen Gewinner haben. Aber sonst hätte ich, glaube ich, hart überlegt, einen Unentschieden zu machen. Ich habe gerade vom Bäckermeister Buns gegessen. Ne? Ja. Die waren deutlich schlechter, Mann. Was, die Brote? Von dem Bäckermeister. Ja, geil. Was machen wir jetzt mit euch? Guck mal erstmal hier, Lieben. Ich denke, ich habe genug über die beiden Burger gesagt. So, ne? Also, ja. Wir sprechen jetzt vom Deutschland-Ranking. Ne? Ich ranke so, als wäre die Restaurants jetzt. Ne? Ja. Kannst du nicht reden. Doch, doch. Doch, doch. Eure beiden Burger waren wirklich, also so im Selfmade-Bereich war absolut nicht mitzurechnen. Weiß nicht, wie ihr das gewuppt gekriegt habt. Möchte nicht zu lange labern. Ich gebe dir für diese einzigartige Kreation, diese Liebe, diesen speziellen Erlebnis irgendwie, gibt dir 8,7 Punkte. 8,7 Punkte, war wirklich sehr stark, Mann. Ja, stark, sein Urgroßvater. Wirklich, also im Selfmade-Ranking wärst du auch jetzt ganz oben dabei. Oh. Und du, mein lieber Jeremias, oh, kriegst 8,9. Oh! Berni! Ja, nochmal, danke schön, die. Oh, das war echt heftig. Glückwunsch, danke. Aber sah auch geil aus, auf jeden Fall, dein Ding. Deine auch, deine auch. Ich weiß gar nicht, wie man begründen soll, dass ich den nicht höher bewerte. Ich habe tatsächlich auch im Smashburger-Bereich Burger gegessen. Das war ein Smashburger klassisch, aber man hat dieses Fleischfeeling noch ein bisschen mehr gespürt. Vielleicht hätte man das Bun tatsächlich noch ein bisschen fluffiger hingekriegt. Ja, vom Geschmack wäre es perfekt, aber so vom Durchbiss her. Und bei dir, ich kann es gar nicht begründen. Also da hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr Intensität auch im Fleisch gefehlt. Sonst optimal. Wir haben hier jetzt für dich, mein Lieber, hier die 500 Euro. Echt? Willst du sie? Oder gehst du in eine nächste Runde gegen einen Nächsten, der sich von euch bewerbt, und 2000 Euro? Wie ein Burger? Mhm. Ja, safe. Der Erste, der es macht! Geil, Mann! Edel, die. Edel. Denn hier kriegst du sie nicht. Nee, doch nicht. Kann ich noch einen Moment hier bei mir liegen lassen. Geil, Leute. Hat echt Spaß gemacht. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wirklich sind Paddel-Kandidaten. Lasst für das Format gerne den Daumen um, richtig scheppern. Ich find's mega geil. Bewerbt euch für die nächste Folge. Ein Abo auch gerne da lassen. Verpasst ihr nichts. Und bis zum nächsten Mal.